Gut, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor der 16. Runde der Admiral Bundesliga. Im letzten Heimspiel des Jahres 2023 empfängt die WSG Tirol am Samstag um 17 Uhr am Innsbrucker Tivoli den SK Rapid. Bevor wir zum Sportlichen kommen, noch ein Ticket- und Fanshop-Hinweis. Im Online-Ticket-Shop gibt es weiterhin 50% Rabatt auf alle Tickets auf der Osttribüne. Und am Spieltag gibt es ein Spieltags-Special. Im Fanshop am Stadion direkt gibt es den WSG-Hoodie, den was ich gerade anhabe, verbilligt und dann gratis ein Sitzkissen dazu. Nähere Infos zu den Aktionen wie gehabt auf wsg-fußball.at. Und nun darf ich Cheftrainer Thomas Hilberger und Abwehrspieler Osa Renren Okumbova bei mir begrüßen. Coach, der plötzliche Wintereinbruch hat euch zum Improvisieren veranlasst. Wie waren die letzten Trainingstage für dich und deine Mannschaft? Ja, alles andere wäre einfach. Man sieht sie draußen geschlossene Schneedecken auf allen Plätzen in Wattens. Dazu ein Kunstrasen, was definitiv nicht bespielbar ist, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Und deswegen großer Dank an das Sportamt Innsbruck und an die Olympia-World in Innsbruck, die was uns gestern und auch heute Training in Innsbruck ermöglichen. Heute darf man sogar ins Stadion rein für eine halbe Stunde. Und nächste Woche, so wie es ausschaut, wenn die Witterung so bleibt, sind wir die ganze Woche in Innsbruck. Also noch einmal vielen Dank an diese zwei Institutionen. Ein Training in Wattens wäre unmöglich. Danke. Osa, du hast dich nach einer sportlich schweren Zeit in die Startelf zurückgekämpft. Wie fühlst du dich derzeit? Ja, natürlich bin ich froh darüber zu spielen. Ich fühle mich gut, ich bin fit und ich bin natürlich motiviert für die letzten zwei Aufgaben jetzt, bevor das Jahr zu Ende geht. Danke. Eure Fragen bitte. Alex Gruber, Osa, DD. du bist ein routinierter Spieler im Kader. Sagen wir jetzt mal, Formschwankungen waren auch immer wieder mal vorhanden, seit du in Wattens bist. Was hat es gebraucht, dass du jetzt in diese Verfassung gekommen bist? Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich sag mal, die Trainingseinheiten haben mir auf jeden Fall geholfen, jetzt in die Form zu finden. Das Mannschaftsgefüge, ich würde sagen, generell Spiele, ja, vor allem Spiele, waren, glaube ich, für mich sehr wichtig, weil ich dann doch letztes Jahr nicht so viel oder nicht regelmäßig gespielt habe. Vielleicht auch nicht jetzt eine ganze Partie zum Beispiel gespielt habe. Ich glaube, so kommt man halt schrittweise dann wieder zurück in die Routine. Einfach das Fußballspielen. Ja. Ich da noch ansetzen, ein Mann am Podium hat gesagt, der Osa braucht einen guten Start ins Spiel. Stimmt es? Würde ich nicht sagen. Natürlich ist ein guter Start, glaube ich, für jeden Fußballer gut. Wenn man gut ins Spiel startet, dann funktionieren die kommenden Aktionen dann auch vielleicht besser. Ich würde das nicht so sagen, aber es ist auf jeden Fall was Gutes, ja. Coach, vielleicht da fortfahrend. Aus der Wundertüte ist ein Stammspieler geworden, oder Wundertüte war halt das. Du, sag ich, was hat der Osa für die jetzt da die letzten Wochen und Spiele auch geleistet oder für einen Schritt vorwärts gemacht? Ich würde sagen, der Osa hat erstens einen Schritt vorwärts gemacht und zweitens hat er die Gunst der Stunde genutzt, weil wir, wenn wir ehrlich sind, nie wirklich fehlerfrei waren, ganz hinten drin. Und der Osa hat das die letzten drei Partien wirklich ausgezeichnet gelöst. Und deswegen ist der Osa jetzt erste Wahl, was die Innenverteidigung betrifft. Und er trainiert gut, das hat er davor schon gemacht. Und ja, er hat das Spiel braucht, zum Beispiel Red Bull, das Spiel, auch wenn wir es verloren haben, da hat er über 90 Minuten schon gegen einen europäischen Teilnehmer hat er das sehr, sehr gut gelöst, also fehlerfrei gelöst, würde ich fast sagen. Und deswegen hat der Osa meines Erachtens die Gunst der Stunde genutzt, weil andere geschwächelt haben und jetzt liegt es an ihm, dass er drin bleibt. Gernot Oxelmann, Kronenzeitung. Du hast ja gesagt, im Herbst sollten schon Punkte her, zu Hause wird es immer. Im Normalfall kann man da ein bisschen besser mit dem planen, aber gegen Rapid wird es nicht so einfach, wahrscheinlich. Wie willst du an die ganze Sache herangehen?
Ja, ich glaube, unsere Formkurve ist, auch wenn die Ergebnisse nicht passt haben, zuletzt, die zeigt steil nach oben. Es wurden sehr, sehr gute Auftritte aus der Klagenfurt, Repol Salzburg, Altach sowieso und auch jetzt beim LASK. Die Formkurve zeigt steil nach oben, die Mannschaft spielt gut. Was wir uns nicht belohnen, ist mit den Ergebnissen. Und natürlich glaube ich schon, dass wir jetzt aktuell in einer sehr, sehr guten Verfassung sind und wir ja gegen Rapid mit Sicherheit Paroli bieten können. Am Ende des Tages wird es halt dann wieder um Kleinigkeiten gehen, die was zu großen Dingen ausarten können, ähnlich wie in Linz. Der LASK hat in der 84. Minute den ersten Schuss aufs Tor gemacht. Wo war schon 1-0 vorne zu dieser Zeit. Und wir haben doch einiges an Hochkarätern in Linz vergeben. Vielleicht ist es ähnlich am Samstag Rapid. Aber ja, es entscheiden dann diese Details, was im Strafraum denn passiert. Tiroler sind ja bekannt als Wintersportler. Glaubst du, das ist ein bisschen ein Vorteil für Samstag, dass man besser Eislaufen kann oder vielleicht besser auf solche Bedingungen sich einstellen kann? Na, glaube ich nicht, weil ich auch trotz aller Wetterprognosen felsenfest davon ausgehe, dass wir auf Rasen spielen und nicht auf Schneeboden. Und da hat Rapid mit Sicherheit einen Vorteil. Die trainieren die ganze Woche auf geheizten Rasenflächen und wir trainieren Anfang der Woche auf einem Eislaufplatz und Mitte der Woche auf einem Kunstrasenplatz. Und wenn da jemand einen Vorteil sieht für uns, dann wünsche ich ihm alles Gute, beziehungsweise hat er eine andere Sicht der Dinge. Alexander Gruber hat die Rosa, wo siehst du eure unter Anführungszeichen Low-Budget-Truppe im Moment da vom Mannschaftsgefüge? Der Trainer hat es eh schon gesagt, es hat sich gesteigert. Es ist ja jedes Spiel für eigentlich gefühlt in der Außenseiterrolle bis vielleicht auf ein, zwei. Was macht ihr jetzt auch für einen Samstag gegen Rapid zuversichtlich, die Papierform auf den Kopf zu stellen? Ja, ich glaube, wie der Trainer schon erwähnt hat, war es so, dass in den letzten Spielen, auch wenn wir vielleicht nicht viele Punkte mitgenommen haben, es immer Leistungen waren, auf die man aufbauen konnte. Es waren immer gute Leistungen, wir haben uns immer Chancen herausspielen können. Wir waren defensiv soweit gut, bis auf ja, die Gegentore, die gefallen sind. Ich glaube, das sind alles gute Dinge, die man für die kommenden Spiele oder weiteren Spiele immer mitnehmen kann. Ich sehe es auch so wie der Trainer. Ich glaube oder ich finde, wir sind eigentlich sehr gut drauf. Ja, das macht mich halt auch optimistisch und hoffe, dass wir am Samstag da ein gutes Spiel hinlegen können. Wie schaut es denn personell aus? Hat sich da nichts getan, außer Müller und Skrubber? Oder ist Genau, das die zwei Skrubber? haben die Rollen getauscht, weil Müller hat die ganze Woche trainiert im Mannschaftstraining und der Stefan Skripper ist die ganze Woche ausgefallen aufgrund seiner Zahngeschichte. Alexander Gruber, TD. Trainer hat der neue Rapid-Trainer taktische Überlegungen im Vergleich zu den letzten Duellen bisschen durcheinander gebracht, oder sagst du, der Plan bei euch ist sowieso klar und mit kleinen Adaptionen kann man den gut begegnen? Der Plan bei uns ist klar, dass man die Mannschaft weiß, was wir wollen. Wir haben auch Rapid natürlich geschenkt. Jetzt aktuell neu ist, dass die zwei Außenverteidiger in der Halbspur spielen und nicht mehr ganz draußen auf der Linie, dass sie mit weniger Spielverlagerungen arbeiten. Aber das war es auch schon in dieser kurzen Zeit. Und das sollte uns jetzt nicht großartig vor Probleme stellen, dass wir unser Spiel umstellen müssen. Was sie diese Woche gearbeitet haben, weiß ich nicht. Aber ja, ich erwarte schon Rapid, ähnlich wie am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz. Gut. Wenn es keine Fragen gibt, danke fürs Kommen und bis Samstag im Tivoli.